Das Team der Logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern eine glückliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber, auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda Altstadt, Schulstraße 15, im Haus der Konrad-Zuse-Akademie und in Königswartha, Kastanienring 37. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda wünscht allen Kunden und Geschäftspartnern eine frohe, aber auch besinnliche Weihnachtszeit sowie für das neue Jahr einen gelungenen Start. Auch im kommenden Jahr sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Vermietung und Verwaltung. Hier kommt eine Bank, die jeder versteht. Zukunftsweisend durch innovativstes mobiles Banking. Was hast du denn da? Die App von dieser Bank. Das kann ich alles. Ich alles. So, Meister, fertig Ihre Bank. Aber die heißen doch gar nicht Bank. Sparkasse. Der Unterschied beginnt beim Namen. Kann ich deine Nummer haben? Wichtiges sollte man nicht aufschieben. Genau wie die Sparkassen-Altersvorsorge. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Dienstag, dem 22. Dezember. Bilder von singenden Anhängern und Gegnern der asylfeindlichen Pegida-Bewegung sind am Montagabend wieder von Dresden ausgegangen. Dabei hätte die Stadt durchaus auch weihnachtliche Bilder ohne politischen Inhalt zu bieten gehabt. Neben dem Protestgeschehen in der sächsischen Landeshauptstadt versammelten sich 12.500 Menschen zum Weihnachtsliedersingen beim allerersten Stadionkonzert des Dresdner Kreuzchors. Zum Auftakt seines 800-jährigen Bestehens hatte der weltberühmte Dresdner Kreuzchor zum Weihnachtsliedersingen auf dem Fußballrasen im Dynamo-Stadion eingeladen. 80 der insgesamt 130 Kruzianer sorgten mit bekannten weihnachtlichen Klängen für Begeisterung. Einmalig, noch nie da gewesen. Sehr schön. Könnte ein bisschen lauter sein, man hört ihn ganz schlecht, wenn er redet, aber sonst sehr schön und Sie singen kräftig mit. Ja, ich singe gerne mit. Ich bin immer eine Begleiter des Dresden Kreuzchors und es macht mir viel Spaß, hier dabei zu sein. Hat es Ihnen denn gefallen? War es ja, das war das erste Mal hier im Stadion, dass ja, der Kreuz... Wunderbar. Ganz toll. Die Akustik, das ganze Flair, super. Ja, das ist natürlich ein Ereignis, logisch. Wie fanden Sie es? Wie war die Stimmung? War alles gut oder gibt es noch die ein oder paar Sachen, die man verbessern könnte? Es war sehr gut. Natürlich für das erste Mal. Und es wird auch sicher noch irgendwas geben zu verbessern. Aber für den ersten Eindruck war super. Ich hoffe, das gibt's wieder. Ihnen hat es auch gefallen, auch mit Dynamo-Schal hier ausgestattet. Ich bin die Mama. Dynamo-Fan von Anfang an. Obwohl wir in Brandenburg wohnen. Genau, aber trotzdem, Dynamo-Fan, bei jedem Spiel sind wir immer mit dabei. Und jetzt aber auch beim Kreuzchor. Spitze. Alles Gute. Wunderbar, ein Einklang richtig in das Weihnachtsfest. Bestens. Der weihnachtliche Jubiläumsauftakt des Dresdner Knabenchors konnte sogar Fußballrivalitäten zweitrangig werden lassen. Der eine oder andere kam extra von weiter her in die sächsische Landeshauptstadt angereist. Wir sind nämlich aus Wernigerode. Wir sind bei der Tochter zu Besuch. Und da hat sie uns heute die zwei Karten geschenkt. Und deshalb sind wir hier im Stadion. Wir kommen ja aus dem Erzgebirge und uns ist ja, wir sind ja, wie gesagt, aus Aue und das im Dynamo-Stadion. Ja. Oh, gefährlich, oder? Ja. Ja, doch, sehr schön, muss man sagen. Ihnen hat es auch gefallen? Sehr schön. Wunderschöne Sache.
muss man, also hören Sie denn so privat dann auch noch solche Klassiker zu Weihnachten oder ist das jetzt eher die Ausnahme? Nee, nee. Das ist ja gerade ein Erzgebirge bei uns. Ist ja gerade bei uns ein Erzgebirge ganz, ne? Ja. Ganz, ganz stark verbreitet. Nee, doch, finde ich sehr gut, muss ich sagen. Das Dresdner Stadion im Lichtermeer. Stehende Ovation von den rund 12.500 Zuschauern. Das erste Weihnachtssingen des Dresdner Kreuzchors in einem Stadion ist für Kruzianer und Gäste zum unvergesslichen Abend geworden, der manch einem wohl im Ohr singende Weihnachtszeit gut. Vielen aber noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Am 28. Dezember, also dem Montag nach Weihnachten, findet in Bautzen die zweite Auflage der Rückkehrerbörse wieder da statt. Wir klären gleich mit Andreas Heinrich vom Organisationsteam, was die Besucher erwartet. Kommen Sie gut und stressfrei über die Weihnachtsfeiertage und ins neue Jahr. Das wünschen Ihnen Ihre Entsorgungs- und Recyclingunternehmen HLD, Hoyerswerda, Landhandelsdienste und Glaukon Containerdienst. Seien Sie gewiss, auch im kommenden Jahr sind wir Ihre Nummer 1 für eine saubere Umwelt. Bitte beachten Sie auch die geänderten Entsorgungszeiten über die Feiertage und zum Jahreswechsel. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Liebe Zuschauer, am 28. Dezember, das ist ein Montag, findet in Bautzen wieder die Rückkehrerbörse wieder da statt. An meiner Seite Andreas Heinrich, der Chef des Bautzener Kreisentwicklungsamtes. Bevor wir auf die aktuelle Börse kommen, im vergangenen Jahr war eine Premiere. Wie lief es denn überhaupt? Die Premiere hat uns alle ein bisschen Sorgen bereitet. Wir wussten nicht, was kommt auf uns zu. Es war das erste Mal, dass wir eine solche Aktion zwischen den Feiertagen organisiert haben. Und ich kann Ihnen sagen, als wir die Börse eröffnet haben, standen bereits 20, 30 Leute vor der Tür. Und wir waren überwältigt von dem Andrang, den es zu dieser Börse gab. Und letztendlich hat es uns recht gegeben, der Termin war richtig zwischen den Feiertagen, wo also viele auch in der Region sind, die leider durch Pendler oder durch andere berufliche Angebote unsere Region verlassen mussten, hier sind, vielleicht Geschenke abfassen und sich doch wieder für unsere Region interessieren. Also wir waren begeistert von der Resonanz. Wir waren nicht ganz zufrieden mit dem Unternehmensangebot, was es gegeben hat. Wir hatten damals nur 12 Unternehmer, die sich konkret präsentiert haben mit ihren Angeboten. Das war zu wenig. Und in der Summe waren es letztendlich 500 Teilnehmer, die die Börse besucht haben. Und mehr als 120, das muss man nochmal sagen, haben uns ihre Anschriften hinterlassen, ihre Berufswünsche hinterlassen, in welchem Bereich sie wieder tätig werden wollen. Und wir konnten auch eine Vielzahl mit Informationen versorgen. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es dann doch in die Region zurückgebracht. Wäre ja zu wünschen, gerade bei dem Fachkräftemangel, über den allerseits geredet wird. Sie sprachen es gerade an, die Unternehmeranzahl war im vergangenen Jahr nicht so doll. Kann man da in diesem Jahr mehr punkten?
Also ich glaube in jedem Falle, gerade ganz taufrisch die Zahlen. Wir haben zur Stunde also 52 Unternehmen, die sich angemeldet haben. Mittlerweile kriegen wir ein kleines Platzproblem, weil mit so viel haben wir dann doch nicht gerechnet. Freut uns aber natürlich riesig. Riesig deshalb, weil alle Branchen vertreten sind, von der Kunststoffindustrie, Metallverarbeitung, Dienstleistungsbereiche. Also aus allen Branchen sind Unternehmen vertreten und werden ihre Karriere und Berufsmöglichkeiten vorstellen. Nun sind es ja nicht bloß die Unternehmen, die Kammern werden ja sicherlich auch wieder vor Ort sein. Die Kammern sind wieder mit vor Ort und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir diese Aktion ja nicht alleine als Landratsamt organisieren, sondern mit unseren Partnern der IHK Dresden, Geschäftsstelle Bautzen und der Handwerkskammer Dresden, Kreishandwerkerschaft Bautzen. Also das ist ein ganz eingeschworenes Team mittlerweile geworden und wir sind froh, dass wir so gut zusammenarbeiten in diesem Team. Beide Kammern werden auch informieren über die Chancen in den einzelnen Sparten. Zum Beispiel die Handwerkskammer informiert zu den einzelnen Innungen, von der Elektroinnung angefangen über das Bäckerhandwerk. Was gibt es da eigentlich, wo kann man einsteigen? Wie sieht es eigentlich aus? Der Job ist ja das eine, die weichen Standortfaktoren sind ja heutzutage besonders wichtig. Womit kann der Landkreis, sage ich mal, vorsporten? Ja, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, zunächst mal zu erfassen, was können wir denn eigentlich alles bieten? Wie sieht denn tatsächlich unsere Kita-Betreuung aus? An wem muss ich mich denn wenden, wenn ich jetzt hierher ziehe? Wo bekomme ich eine ärztliche Betreuung? Wo gibt es welche Fachärzte? Wo kann ich eigentlich Wohnraum erstehen? Oder wo gibt es Eigenheimstandorte? Wo kann ich bauen? Zu welchen Preisen kann ich das tun? Wer ist für mich Generalansprechpartner? Und wir haben wie auch schon im vergangenen Jahr die Datenbanken dazu aktualisiert. Die Besucher, die zu unserer Börse kommen, erhalten gerne von uns einen USB-Stick, wo alle Daten gespeichert sind. Aber man kann es auch in Kürze über das Internet abrufen. Da sind wir beim Stichwort Internet. Es wird jetzt eine richtige Internetseite für diese Börse geben. Ja, und zwar werden wir die am 28.12. zur Börse auch erstmals freischalten. Gegen 11 Uhr wird es also das offizielle Knopfdrücken durch den Landrat geben. Diese Internetplattform haben wir deshalb geschalten, weil es gibt so viele Initiativen im Landkreis, nicht nur wieder da, sondern ich erinnere an die Initiative Ab in die Wachstumsregion Dresden oder die Stadt Bautzen oder Bischofswerda oder Hoyerswerda. Alle machen mittlerweile Aktionen und wir wollten auf dieser Seite auch Informationen zu diesen Aktionen bereitstellen. Insofern sind die Links alle geschalten zu den weiteren Initiativen, die es da gibt. Und wir verlinken auch zu den aktuellen Jobangeboten, die die Handwerkskammern und zum Beispiel über das Internetportal Sachse kommt zurück anbieten. Und insofern bieten wir da also so ein Rundumpaket. Wie sieht's aus, wenn das alles im Internet freigeschaltet wird? Warum soll ich Sie eigentlich noch besuchen? Weil zu der Börse Unternehmer selbst da sind und nichts geht über ein persönliches Gespräch. Und wenn Sie nicht nur auf der kurzfristigen Arbeitssuche sind, sondern sich über langfristige Karrierechancen informieren wollen, es geht ja nicht nur um die Rückkehrer, sondern es geht zum Beispiel eben auch um Studenten, um Pendler, die möglicherweise nicht heute, aber in übermorgen, sage ich jetzt mal, einen Job benötigen und eine Perspektive dazu benötigen. Also wie kann ich denn mich weiterentwickeln? Wie kann ich möglicherweise in die erste Führungsebene aufsteigen? Das kann man mit dem Unternehmer besprechen. Und deshalb muss eigentlich jeder zu der Börse kommen, der Interesse hat, sich in unserer Region weiterzuentwickeln. Herr Heinrich, ich danke Ihnen für die aktuellen Informationen. Sehr gerne. Der lange und heiße Sommer hat Sachsens Campingplätzen einen Besucheransturm beschert. Auf die 100 Plätze im Freistaat kamen von Mai bis Oktober fast 200.000 Camper, die rund 600.000 Übernachtungen buchten. Das ist ein Zuwachs von 7% gegenüber dem Vorjahr. Anders die Lage bei den sächsischen Hotels und Pensionen. Dort ging die Zahl der Übernachtungen leicht zurück. Mehr Nachrichten des Tages haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Der Hoyerswerda Lions Club hat am Dienstag 10 Schulranzen inklusive Federmappen im Asylbewerberheim in der Münzerstraße vorbeigebracht. Bereits am Montag übergab der Club 1.000 Euro an die Hoyerswerda Tafel. Das Geld dafür konnte beim Weihnachtsmarkt aus den Erlösen von Glühwein und Waffelverkauf zur Verfügung gestellt werden.
Die ehemalige Stomatologie in der Hoyerswerda Altstadt soll im nächsten Jahr behindertengerecht ausgebaut werden. Im vorderen Bereich des Ärztehauses wird ein Aufzug eingebaut, informiert die Wohnungsgesellschaft. Auch im Bereich des Brandschutzes sollen Arbeiten erfolgen. Im Frühjahr ist der Baustart vorgesehen. Der Abriss des einstigen Obdachlosenheimes und der Zwischenbelegung der Kulturfabrik ist bereits erfolgt. Zurzeit werden die Schuttberge zerkleinert, um abtransportiert zu werden, heißt es aus dem Rathaus. Der Abschluss der Arbeiten ist für Februar geplant. In den nächsten Tagen wird auf der Baustelle übrigens nichts passieren. Über die Feiertage wird pausiert. In eigener Sache, die Elsterwelle erhält für die UKW-Frequenz 102,8 MHz einen neuen Senderstandort in Hoyerswerda. Wegen der zum Jahresanfang beginnenden Umbauarbeiten wird der Sender in dieser Zeit ausschließlich über die beiden Radiofrequenzen 103,8 und 88,2 MHz zu empfangen sein. Größere Versorgungslücken sind dabei jedoch nicht zu erwarten. Allerdings können Störungen beim Elsterwelle-Empfang über Kabelnetze entstehen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Februar 2016 abgeschlossen sein. Vandalen waren offenbar über das Wochenende in Hoyerswerda unterwegs. Gleich 6 Autos wurden dabei beschädigt. An 4 Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgerissen und einmal die Heckscheibe eingetreten. Am schlimmsten hatte es einen in der Kollenstraße geparkten Mazda erwischt. Hier wurden alle Scheiben zerstört, der Schaden 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Schmierfinken haben sich ebenfalls am vergangenen Wochenende in Königsbrück ausgetobt. An der Schule am Schulplatz wurden diverse Schriftzüge angebracht. Ob ein Zusammenhang mit den Schmierereien an einem Jugendclub im Bleichweg besteht, werden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zu klären haben. Das Lausitzer Seenlandklinikum wurde mit dem KTQ-Gütesiegel ausgezeichnet. Bei dem Verfahren wird das Qualitätsmanagement eines Krankenhauses rund um die medizinischen, pflegerischen und verwaltungsbezogenen Prozesse im 3-Jahres-Rhythmus einer detaillierten Prüfung unterzogen. Das Ergebnis sei noch besser ausgefallen als vor 3 Jahren, so Klinikumsgeschäftsführer Jörg Scharfenberg. KTQ steht für Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen. Die Handwerkskammer Dresden bietet am 14. Januar wieder einen Sprechtag in Hoyerswerda an. Unternehmen können sich dann zu Fördermöglichkeiten, Umbau oder Erweiterung oder auch EDV-Lösungen beraten lassen. Um eine telefonische Anmeldung unter 0351 46 40 947 wird gebeten. Die Schulen in Sachsen sollen mehr Personal zur Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher bekommen. Die Landesregierung hat dazu eine Förderrichtlinie beschlossen. Für den Einsatz sogenannter Inklusionsassistenten an Schulen stehen demnach in den nächsten Jahren 51 Millionen Euro bereit. Für zusätzliches Personal in den Kitas sind bis 2020 24 Millionen Euro vorgesehen. Kultusministerin Kurt betonte, die Förderung komme allen Kindern zugute, mit und ohne Migrationshintergrund. Heute war der kürzeste Tag des Jahres, doch die Temperaturen passen so gar nicht dazu. Grillwetter zu Weihnachten. Der Dezember schlägt alle Rekorde. Mehr zum Wetter und die Veranstaltungstipps sehen Sie gleich bei uns. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. In ein paar Tagen ist ja schon Weihnachten. Wir haben die Bevölkerung deswegen gefragt, was sie so Heiligabend und die Feiertage danach auf den Tisch stellen. Also Heiligabend kommt bei uns erstmal Karpfenblau auf den Tisch. Und an den Tagen danach kommt natürlich das, was es bei anderen auch gibt, Karnickel und Ente. Und danach kommt, glaube ich, erstmal nichts auf den Tisch.
Flügel. Unsere Tochter mit Familie aus der Schweiz wird uns besuchen und da kommt richtiger Entenbraten und Klöße. Also das ist schon alles ein bisschen vorgekocht, wie man so sagt, damit das dann alles fertig ist. Und zu Silvester, da gehen wir nach Geierswalde aus, sind wir dort in der Grubenlampe. Und da essen wir ja dann dort. Das Klassische. Der Kartoffelsalat und Bockwurst. Und Wurst. Und Gänsebraten. Wir sind eine große Familie und die Oma spendiert das Mittagessen. Und Kaffee und Abend gibt es dann immer was Gutes. Am Heiligabend essen wir traditionell Bratwurst und Kartoffelsalat. Und am ersten Feiertag dann oder auch weiter Kaninchen. Ja. Erstmal kommt Mittag Reis mit Gänseklein. Und Nachmittag gibt es wie Stolle. Und am Abend gibt es Kartoffelsalat und Bratwurst. Und am ersten Feiertag gibt es ganz, ganz traditionell. Oh, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich fresse mich durch in der Verwandtschaft. Ja. Also zu Weihnachten essen wir Gans und eine Hühnersuppe. Ja, das ist eigentlich Weihnachten. Und Silvester essen wir am meisten Kaninchen. Ach Gott, auf jeden Fall was Leckeres. Gute Frage. Muss ich überlegen, keine Ahnung. So, Heiligabend, das ist bei uns so Tradition, Bockwurst und Kartoffelsalat. Das ist Tradition, schon jahrelang. Wildschweinbraten und Entenbrust. Rotkohl, Klöße und alles Mögliche, was die Gäste sich wünschen. Damit wünscht Ihnen das Elsterwelle-Team einen entspannten Heiligabend und schöne Feiertage. Im Cinemotion in Hoyerswerda gibt es am Mittwoch in der Reihe Kino für Kenner eine Komödie zu sehen. Picknick mit Bären flimmert, Achtung, bereits ab 12.05 Uhr über die Leinwand.
Basteln ist am Mittwoch noch einmal das Thema auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. Von 14 bis 18 Uhr ist geöffnet. Daneben kann aber auch in der Keramik AG gebastelt oder der Reitkurs besucht werden. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz gibt es am Mittwoch noch einmal einen Spielenachmittag. Und auf der Weihnachtsbühne im Lausitz-Center in Hoyerswerda ist am Mittwoch die Puppenbühne Kunterbunt zu Gast. Ab 16.30 Uhr wird das Stück Fridolins Weihnachtsparty aufgeführt. Am Mittwoch mit Höchsttemperaturen bis 15 Grad, nochmals außergewöhnlich mild und dabei nicht unfreundlich. Ab Heiligabend dann leichter Temperaturrückgang, bis zum ersten Weihnachtsfeiertag zum Teil recht freundlich, nachfolgend dann etwas unbeständiger. Das war die Drehscheibe für Dienstag. Morgen ziehen wir mit Ministerpräsident Tillich eine kurze Bilanz des zu Ende gehenden Jahres. Unser Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.